Jetzt bin ich doch sehr gespannt, was hinter den Toren wartet. Übrigens, hier ist noch eins. Das habe ich zuerst gar nicht gesehen. Diese beiden, ja. Dann dachte ich, hier, nö, ist nichts. Aber da hinten ist noch eins. Und hier diesen Weihnachtsbaum können wir ja auch aufbauen. Aber da brauchen wir Schmuck dafür, den wir auch noch nicht haben. Da müssen wir mal schauen, wo wir den herkriegen. Da hinten ist ja irgendwie so eine Art Eisbahn. Hä? Nee, da liegt was drunter. Jetzt habe ich mich gerade gewundert. Mit der Eisbahn selber können wir nichts machen, ne? Da liegt nur was drunter. Da liegt noch irgendeine Ressource drunter. Ich dachte gerade, vielleicht kann man die... Kann man die mitnehmen? Nein. Schade, schade, schade. Und sonst irgendwas mitnehmen? Hier kann man wieder Spielsachen mitnehmen. Das könnte man eigentlich gleich mal machen. Hier mal ernten. Nee, sieht nicht so aus, als ob man hier Sachen mitnehmen könnte. Was aber auch nicht so schlimm ist. Wir sammeln mal hier ein. Damit da wieder ein bisschen was nachproduziert werden kann. Und dann muss ich auch überhaupt mal gucken, was ich denn davon brauchen könnte. Also wir haben jetzt 100... Warum ist das so komisch, so eine komische Zahl? Da sind noch welche, die nicht hochgefluppt sind, ne? Ja, 200 sieht doch schon viel besser aus. Also diesen Schießstand könnte man. Oder den Pavillon. Und wir wollen natürlich auch diese Karte. Die holen wir uns mal gleich. Ah, da kann man mehrere kaufen. Jetzt gucken wir mal. Wird der jetzt einfach wieder resettet, wie er vorhin war? Gucken wir mal. Ach, dass wir wieder sagen können, wie wir schießen wollen. Haben wir letztes Mal höher geschossen? Jetzt nehmen wir mal niedriger. Und jetzt... Das ist so komisch, dass sie von hinten lootet. Das sieht immer aus, als ob sie dahinter ein Päckchen gefunden hätte. Ja gut, immerhin zwei leckere Kuchen. Ja, wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, hier auf der Seite. Einfach, dann haben wir nämlich hier schon vielleicht auch mehr erkundet von dem Areal. Was brauchen wir denn hier? 45? Jo, das passt. Eigentlich wollte ich so... Dann machen wir den mal weg. Und gucken, wo wir hinkommen. Ein Öhmchen sitzt vor einem Gewächshaus. Hallöchen. Bringe Säcke mit schwarzem Boden her. 6 Stück. Damit sie hier... Stimmt, da war was. Offenbar hatte die Maus Vegettas Boden in den Büschen versteckt. In den Büschen? Bekannte Ballons schwebten darüber. Hoffentlich gab es keine weiteren Überraschungen. Finde Säcke mit schwarzem Boden in Brightstone. Bringe die Säcke zu Vegetta. Und weil es ihr einfach so kalt ist, sitzt sie da. Oder eigentlich, dass sie trotz Kälte hier sitzt? Na gut, wir gucken mal hier erstmal hier oben. Jetzt hätte ich gerne erstmal wieder die Kleinen, dass die mal wegkommen, dass hier nicht so voll ist, leider so einzelne Belohnungen. Und dann machen wir mal hier vielleicht. Damit wir mal sehen, also hier hüpft der Boden nicht raus. Ich habe gedacht, vielleicht tatsächlich aus den Büschen oder Bäumen. Aber nein, bis jetzt nicht zumindest. Was ist, das das? Moosstein? Nö, das ist einfach... Einfach Steine. Flup. Eben, das ist jetzt die Frage, ob das visuell sichtbar ist oder ob das in einem irgendwie in einem Baum oder Busch drin ist. Wie dieser hier vielleicht? Oh, das wäre aber wäre hoch. Also machen wir mal den da noch weg. Da ist... Ah, das ist ein Busch mit so einem Ballon, wie an den Kisten normalerweise ist. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Der hier, ne? Mit Luftballon dran.
Das müsste der richtige sein. Ja, guck da! Bewege den Sack mit schwarzem Boden zum markierten Gebiet. Ah, das ist wieder so mit... hier, ne? Ja. Genau, dann sind die nämlich alle vor dem Gewächshaus. Ja, okay, dann gehen wir mal weitersuchen. Und schau mal, wo die alle sind. Oh, ich habe jetzt schon ein paar gefunden. 1, 2, 3. Die heben wir mal. Aber ich glaube, wir brauchen noch 2 mehr, die hier unten noch stecken. Oh, das ist gar keine Erde, das ist eine Kiste. Oder hüpft da auch Erde raus? Nachher mal gucken. Nee, das ist gar keine... Ja, das ist eine Säckchenkiste. Schade, schade, Marmelade. Ja, dann wie weit geht denn das noch runter? Das ist ja krass. Ja gut, dann machen wir den mal hier auf. Was haben wir denn da noch? Machen wir mal den. Da haben wir tatsächlich was. Und da, also ich hoffe ja, dass da noch auch noch was drin ist, weil... Boah. Ja, hier ist es schon auch schon wieder heftig. Hier sind ganz viele solche 120er, um die man sich herumschlängeln muss. Und ja, die Büsche sind hier 40 und 46 und so. Das ist gar nicht so ohne. Also das ist wieder was für die... etwas... ja, besser in ihrer Wirtschaft schon etwas besser gestellten, würde ich mal sagen. Auf der Station. Ja, das ist schon... Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich das ein bisschen schade finde, wenn man dann immer so schnell an seine Grenze kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch durch muss. Eher da unten, denke ich. Aber gerade solche Weihnachtssachen möchte man vielleicht doch eher komplett auch miterleben. Und nicht immer nur den Anfang mitbekommen. Und nicht jeder kann ja dann massenweise Geld ausgeben, um sich Energie zu kaufen oder... Dynamit oder so. Hier, guck, jetzt sind wir schon wieder an so einem Felsen, der sagt, nicht einfach so. Nimm mal die andere Seite. Okay, die Lorbeerkuchen sind schon alle. Oh, was haben wir denn da? Weihnachtsverzierung? Ah, das ist dann für den... Ja, guck mal, wir haben schon 5 Kugeln für den Baum. Okay, aber wir müssen hier irgendwie durch. Da ist ein Luftballon, ich sehe die Maus. Oh, aber komplett dahinter. Aber ich denke mal, wir kommen... Oh, immer dieses Blob. Ja. Aber nur, wenn es neu kommt. Gott sei Dank nicht ständig wieder, sondern nur, wenn es... neu ist, 8 für 8 Stunden hat man dann dieses Angebot. Von dem her ist das sehr human. Darf ich ja gar nicht schimpfen. 46. Ich glaube, ich muss gleich nach Hause und dort ein bisschen Nachschub holen, sonst geht da nichts mehr. So, hier. Bitte kein Fake. Ja, sehr schön. Dann können wir nämlich hier schon ein paar hinbauen. Jetzt fehlt uns noch eins. Einmal. Da müssen wir mal gucken, wie sparsam wir da mit dem Platz sein müssen. Weil wir sollen ja 6 Stück hier hinpacken. Und nicht nur 4, wie eben gerade. Wahrscheinlich so, so,
Ne, doch voreinander, ha? Huh? Also quasi so. So, wir machen das mal ganz schick. Und dann hier nochmal. Oh, nochmal. Da fehlen halt jetzt noch zwei. Okay, wir haben noch zwei 50er Kuchen. Und jetzt ist wahrscheinlich hier irgendwo. Dann müssen wir da noch durch. Aber hier geht's ja auch noch, ne? Und hier sieht's nur ganz, ganz dicht aus. Vielleicht, wobei hier hinten würde... Ah, da ist was! Da! Da ist was. Aber dann eher von dieser Seite, ne? Scheint mir. Aber zum Kiste aufmachen brauchen wir trotzdem noch... nochmal ein bisschen mehr Power. Sonst geht nichts. Also nur, wenn wir den 60er-Baum wegkriegen, sonst müssen wir hier doch durch. Ja, ich schau mal, was ich noch vorrätig habe. Und dann machen wir den Rest auch noch auf. So, da sind wir wieder. Gut bestückt. Und ich muss sagen, das habe ich alles jetzt gerade aus den ganzen Ästen, die hier noch überall rumlagen. Ich habe sie mal alle nach Hause gefahren. Das ist alles aus den Ästen und Kisten rausgehüpft, die dort verteilt waren. Also man wird hier schon richtig, richtig super gut versorgt, muss ich sagen. Na, was das angeht. Jetzt überlege ich gerade, es geht ja hier noch auch noch runter, ne? Wir machen trotzdem die Ecke frei. Ich will ja auch wissen, was da ist. Wir gucken da einfach mal rein. Mal schauen, ob wir da überhaupt hinkommen. Also da könnten tatsächlich noch Ressourcen stehen. Aber an den hier wollen wir natürlich kommen. Oh, wie das hier, die, obwohl doch 80er. Wir können sie mitnehmen. Wir haben, es ist auch viel Energie rausgehüpft. Dann machen wir den. Und den. Oh, da ist auch wieder irgendwo eine Maus. Mäuschen. Zum ersten muss wieder anfuttern. Mut anfuttern. Sonst wird das nichts mit dem Mäuschen. Wo ist denn die? Ah, da. Und ich habe auch gesehen, es gibt sogar im Dorf eine Maus, die ich gar nicht gesehen habe, weil die hinter einem Haus ist. Sieht man gar nicht so. Erst als ich meine Sachen einsammeln wollte und gedacht habe, hä? Ist doch rot umrandet. Ups, da sitzt ja ein Mäuschen. Können wir auch gleich noch wegmachen. Würde mich nicht wundern, wenn es jetzt nicht mal eine Erdekiste ist, sondern also nicht eine, sondern eine, ihr wisst schon, mit lila Säckchen. Weil die so schön verbaut ist, oder? Doch, es ist Erde. Ja, sehr nice. Und dann haben wir da jetzt alle, ne? Nein, es fehlt noch eins. Hast du dich so gefreut? Drum geht's hier nämlich noch hinter. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Ja gut, jetzt machen wir mal diese einzelnen weg. Wieder. Und graben uns noch hier nach hinten. Also furchtbar weit kann es ja nicht gehen, weil es gibt ja hier noch eine andere Aufgabe hier hinten. Aber ja. Oh, jetzt muss ich aufpassen, sonst passt das nicht mit dem Essen. Schon passiert. Und dann machen wir den weg und dann muss ich nämlich gucken, dass ich auf 45 komme. Da, ne? Dass ich da nicht drüber esse, also dass ich mit einem Zehner drüber esse und nicht mit einem Fünfer. Da fliegt. Ah, da hier ist schon der Gartenzaun. Das heißt, das könnte ein komplettes falsche Eck sein, wenn wir Pech haben. Aber wir können ja auch hier so ein bisschen erkunden.
Oh, was ist? Dann bewege ich mich jetzt mal hier nach oben. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ist hier eh alles mit Steinen verbaut und ich wäre sowieso nicht da. Nicht anders durchgekommen. Da haben wir's. In der Hoffnung, dass es auch wirklich unser letztes ist. Nein, das ist eine Kiste. Wie gemein! Eine Mäusekiste. Wir müssen doch noch einen finden. Ganz hier hinten wahrscheinlich. Oder da noch irgendwo. Wie fies! Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir jetzt zurzeit nicht mehr so weh, wenn ich rumsuche und sozusagen Büsche umsonst wegmache, weil ich ja doch reichlich Energie jetzt Vorrat habe. Das hat mir in der Vergangenheit schon mehr weh getan. Welchen machen wir weg? Oh, mach mal den mittigen weg. Das sind auch bloß 5. Muss ich aufpassen, wie ich da nasche. Ah, ja, da kommen wir hin. Ja. Eigentlich eine gute Matheübung. Die ist aber doch nichts mehr, oder? 45. Dann nehmen wir halt die Kugel weg. Hier ist noch so ein Kugelbaum, oder? Da, wie der da. Hier sind ja auch so Kugelbäume, aber da kommen keine Kugeln raus, ne? Das war eine Kiste. Okay, also diese Ecke, da scheint nichts mehr zu sein, oder? Jetzt gucken wir mal noch da. Dann muss es ja doch da sein. Ich hätte schon gedacht, dass es eher so ein Ressourceneck ist. Ich finde super, dass ich jetzt 42 Basisenergie habe, weil da komme ich jetzt sehr bequem auf 45. Okay, das ging ja vorher auch, aber wenn man mal so mit einem drüber ist. Aber da ist doch nichts. Ist da was? Also hier jetzt, da kann ich jetzt so machen und bin trotzdem noch nicht voll. Das ist eigentlich ganz gut. Da hat man dann ein bisschen Toleranz. Da ist doch nichts. Haben wir sonst noch irgendwo einen übersehen? Ich meine, den Ballon sieht man doch immer sehr gut am Anfang. Also schon im Voraus. War die noch weg? Da! Hier! Der grüne Buschen. Oh, wie fies. Wirklich im allerletzten Eck. Ja, jetzt muss es aber auch der richtige sein, ne? Sonst bin ich ärgerlich, dass es jetzt nochmal so eine Mäusekiste ist. Nein, es ist nochmal eine Mäusekiste. Boah. Wie fies. Am wenigsten kostet die nur 5 zum Öffnen. Hier ist nochmal für einen Weihnachtsbaum. Am wenigsten kriegt man hier noch ein bisschen was raus. Okay, das heißt, wir haben wahrscheinlich ganz fies versteckt. Also entweder taucht hier doch noch eine auf, ganz im Eck, oder hier noch. Das kann natürlich auch sein. Jetzt gucken wir mal da. Oder hier dahinter den Felsen dann noch. Das ist fies gemacht.
Da ist eine. Für den Baum brauchen wir 65. Oder wir hangeln uns hier rum wahrscheinlich. Ja, 65 kriegen wir ja hin, das ist ja kein Problem. So, liebe Mäusekiste. Haben wir dich? Nein, keine Mäusekiste. Wir wollen Erde haben. Da ist sie tatsächlich. Wie fies. Ich meine, die Leute, die sowieso gerne alles abbauen, denen wird es egal sein. Aber die anderen... So, jetzt haben wir aber 6 Mal. Ist sie jetzt glücklich? Bringe Säcke mit schwarzem Boden her. Wir brauchen aber noch... Energie für sie, sonst geht da gar nichts. Damit sie arbeiten kann. Zählen? Soll ich die Säcke zählen? Vegeta war überglücklich. Vegeta. Dass ihr Wintergarten keinen Schaden davon trug. Sie bat mich hereinzukommen. In ihren Vorräten musste etwas Wertvolles sein. Wir bekommen wieder was zu trinken. Dreimal. Okay, wir sollen reinkommen. Oh, wir haben ein Rad wieder mit viel Happy Happy. Mal gucken, was für ein Timer. Oh, ich habe heute noch gar nicht dran gedacht, dass ich da drüben in dem anderen Gebiet auch nochmal drehen muss. 6 Stunden. Okay. Das heißt, bei ihr hätten wir ja jetzt erledigt. Wir haben halt gar keine richtige Mainquest mehr, ne? Wir sollen hier jetzt zwar irgendwie erkunden, aber... Aber hier können wir jetzt was aufhängen. Aber wir müssen... Okay, 10 annehmen. Wir warten mal, bis wir alle haben. Und dann haben wir hier ja noch so eine Maus, die hier hinterm... Ah, jetzt sitzt sie hier vorne. Wie viel brauchen wir? 30? Ja, die haben wir. Bleib hier. Will ich jetzt verscheuchen. Na gut, also für sie haben wir ja schon mal eine Aufgabe gemacht. Und, bis jetzt eigentlich nur 5 so Dinger gefunden. Das kann natürlich gut sein, dass hier noch Kisten stehen. Die müssen wir auch noch suchen. Aber, dass wir überhaupt kein Ziel haben im Moment? Klar, die Mäusedame da finden, aber... Ich finde ich süß, wenn die Maus wegspringt, dass sie dann wirklich die Sachen so hinter sich noch fallen lässt. Also nicht da, wo man quasi gekämpft hat, sondern ihren Weg entlang. Das ist schon süß. Ja gut, dann machen wir doch mal das nächste Türchen auf, oder? Gucken, was wir da wieder Fieses und Gemeines machen müssen. Da könnten wir noch frei machen. Ja, auf geht's. Du hast die Location zu 20% aufgeräumt. Wir bekommen ein Geschenk. Oh! Ja. Und dann kriegen wir den Handschuh, wenn wir 50% schaffen. Oh, ich hoffe, es explodiert nicht. Ja, was denn? Aber reden können wir nicht mit ihm. Aber eine Quest haben wir jetzt wieder. Durch Feuerwerk in Mäusefallen löste jede falsche Bewegung eine bunte, doch gefährliche Explosion aus. Wir mussten vorsichtig sein und die Zwillinge in Sicherheit lassen. Entschärfe die Feuerwerksmausefallen in Brightstone. 6 Stück. Okay, dann gehen wir mal suchen. Mal gucken, ob die erste schon in der Nähe ist, damit ihr die mal seht. Und den Rest räume ich dann mal wieder so bei. Bis ich sie gefunden habe. Hier habe ich euch ja auch jetzt auf die Folter gespannt und selber noch gesucht. Ah, schaut mal hier. Eine Feuerwerksmausefalle, in die wir dann 15 stecken müssen. Damit wir sie... ja, ich habe gerade irgendwie auszusehen irgendwas anderes angehackt. Entwaffnen, entschärfe sie. So, und dann... Oh, dann können wir da reingucken und... Lade es mit Energie und jage Dinge in die Luft. Die Explosion wird sofort 75 Stück der nahegelegenen Steine und Bäume entfernen. Oh, ist ja gar nicht schlecht. Wir laden mit 25...
Und es macht dann für 75 die Sachen weg. Mal testen. Laden? Nein, wir müssen für 75 aufladen. Ach, das ist eigentlich... ist es dann nicht schon egal? Wenn wir 75... Wir müssen 75 einladen. Wir können nur 25 auf einmal draufpacken. Und dann... sprengt uns eh 75 in die Luft. Also ich meine, das bringt es dann, wenn hier irgendein Stein ist, der sowieso weg muss. Aber das ist ja dann nur so kleines Geraffel. Wir machen es aber jetzt trotzdem mal einfach zu Anschauungszwecken, was passiert. So, und jetzt nochmal. Bei der einen zumindest. Und dann machen wir einfach mal... Hey! Ach, ich darf dann selber positionieren. Das ist ja dann natürlich wieder was anderes. Das ist natürlich blöd, weil wir jetzt gar nichts sehen hier. Dann wissen wir das bei den anderen, dass wir sie, wenn wir sie füllen, dann können wir nämlich hier große Sachen wegmachen. Und den ersten haben wir jetzt halt einfach vergeigt. Dann stellen wir den, der geht ja gar nicht hin, weil der Typ da steht. Wir machen einfach da. Die anderen machen wir dann natürlich ein bisschen gezielter. Ja, okay. Ja, gut. Gut, dann suche ich die anderen mal. Und wie viel sagen wir? Noch 5 Stück. Suche ich jetzt in diesem Areal und dann mal gucken, was dann passiert. Das war wieder ein ganz schönes Stück Arbeit und vor allem ganz, ganz, ganz fiese Verstecke übrigens. Richtig fiese Verstecke. Vor allem ein auch sehr großes Areal. Bis hier hinten rüber. Und die letzte Falle, die hier, die habe ich ewig gesucht. Weil hier waren so ein paar Wölkchen, dachte ich, da ist nix. Ja, sehr, sehr gemein. Wir... lösen mal hier. Wir entwaffnen sie mal. Wir sollen ja erstmal entwaffnen. Wenn wir sie nachher, ob wir sie nachher nutzen und wie, das schauen wir dann einfach noch. Wir machen erstmal alle. Wir haben auch hier immer mal wieder solche Kisten, Mausekisten gefunden. Die können wir auch gleich mit verbraten. Oh, ich glaube, da ist wieder Farbe drin. Da ist wieder rosa Farbe drin. Hoppla, du hast Farbe abbekommen. Ja, man sieht es an der Kiste. Und hier ist auch wieder ein bisschen Weihnachtsverzierung für den Weihnachtsbaum. 5 Stück immerhin. Da ist nochmal so eine... hoffentlich nicht Farbkiste. Doch, auch wieder nur eine Farbkiste. Wie fies. Hier ist noch eine Mausefalle hinter dem Stein versteckt. Da ist einer. Dann futtern wir mal nochmal was. Also dann nehmen wir mal hier hinten übrigens. Muss man komplett hier schön entlang, damit man an diesen Christbaumschmuck kommt. Auch ein bisschen fies. Dann, dann haben wir ja hier noch so ein Mäuslein, das verscheucht werden will. Das machen wir auch mal. Können wir eigentlich nebenher so Sachen hier öffnen? Oder geht das gar nicht? Öffnen? Ach, sie schießt weiter. Auch nur Farbe drin. Ich glaube, das hier ist so ein bisschen die hab mich lieb Ecke. Zumindest kommt es mir gerade so vor. Aber hier ist wenigstens was drin. Noch ein paar Beutelchen. Können wir das Geschenk hier auch mitnehmen? So. Und jetzt gucken wir mal, haben wir noch irgendwo... Hier hinten ist noch eine Kiste. Da ist auch was drin. Dankeschön. Und dann nehmen wir noch hier unsere letzte Mausefalle. Haben wir auch geschafft. Und noch irgendeine vergessen. Oh, es fehlt noch eine. Eigentlich haben wir ja alle, dachte ich. Fehlt noch einer?
jetzt muss ich gerade mal schauen. Manche waren ja irgendwo dahinter. Oder habe ich tatsächlich noch vergessen, eine aufzudecken? Wir gucken mal im Durchguckmodus. Da sieht man es manchmal noch ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe sogar eine vergessen. Es ist immer noch eine versteckt. Ja, dann... Also eine haben wir ja schon gezündet. 1, 2, 3, 4, 5. Tatsächlich, es fehlt immer noch mal eine. Ich sehe jetzt auch hier nichts mehr. Ja, dann muss ich da wohl noch mal suchen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, also so viel Platz ist ja nicht mehr. Hier ist noch eine Weihnachtsbaumkiste. Da könnte noch was sein. Oder hier hinten. Das schöne Häuschen hier ist leider nur Deko, nichts Besonderes. Ja, komm, dann machen wir mal hier ein bisschen. Kommen wir hier überhaupt durch? 55. Wir haben es gerade schon voll. Wir müssten dann irgendwas anderes noch wegmachen. Dann gucken wir doch hier hinten mal. Da geht auch nichts. Dann nehmen wir den hier weg. Da ist nichts. Und dann gucken wir da unten mal. Jetzt gucken wir mal, dass wir auf 55 kommen. Das müsste eigentlich gut klappen. Wir sind ganz gut bestückt hier unten. Also von den 55er Bäumchen muss man schon immer wieder mal... Guck mal, was hier durchlugt. So was Fieses. So was Fieses haben die uns hier verpackt. Ja gut, da haben wir sie, unsere letzte. Oh, da brauchen wir nochmal 15. Leonidas gab mir sein Feuerwerk und beschrieb die Wirkung ausführlich. Er hatte sich mit Klondikes besten Sprengern beraten und dann lange an der Formel gearbeitet. Okay, jetzt haben wir wieder keine Quest, denn wir müssen jetzt wieder ein Türchen öffnen, und zwar da hinten. Aber die Tür, die machen wir beim nächsten Mal auf.